Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute einen neuen Gast hier und begrüße herzlich die Rosaria Michaela Ackermann. Schön, dass du da bist. Danke vielmals und es freut mich auch ganz besonders, dass ich das Interview oder ein Interview mit dir führen darf, beziehungsweise du mit mir. Ja, genau. Und gell, du bist ja Alpencoach und darfst dich aber nachher gerne selber vorstellen und was das genau beinhaltet, was deine Vision ist. Und natürlich interessiert mich dann auch dein Weg und was es sonst noch so gibt, Aktuelles von dir. Ich weiß ja einiges, aber ich bin selber schon sehr gespannt, wo das hinführt. Und für diejenigen Menschen, die mich und meine Videos noch nicht kennen, möchte ich kurz sagen, es ist mir unter anderem ein Anliegen, eben zusammen mit so wunderbaren, inspirierenden Menschen, andere Menschen anzuregen, ihrem Herzen zu folgen, ihre Qualitäten, Fähigkeiten und Talente zu leben und damit mehr Freude, Liebe und Frieden auf die Erde zu bringen. Weil jeder, der Freude hat, der sich selbst sein kann, der erhöht somit die Frequenz, das Bewusstsein der Erde und hilft somit anderen Menschen auch mehr in diese Richtung zu gehen. Genau. Ja, Rosaria, du darfst gerne über dich erzählen. Was ist deine Leidenschaft? Was tust du als Alpencoach? Danke vielmals, Monika. Also, du hast etwas ganz Schönes gesagt, dass mit der Freude, dass wir das tun, was uns wirklich Freude bereitet. Und ich erinnere mich zurück, oder wenn ich irgendwie Workshops leite, und ich leite auch oftmals Workshops, wo es darum geht, wie man sich in den Bergen, vor allem im Winter, mit der Schnee- und Lawinensituation auseinandersetzt und umgeht. Und da ist ganz viel Anspannung dahinter, weil sich viele Menschen das nicht zutrauen oder die denken, das ist hochkomplex, was es auch ist im Endeffekt. Aber ich sage immer, die Basis ist, dass ich mit einer Freude in den Bergen unterwegs bin, damit die Anspannung wie weniger ist. Und vielleicht zu mir, ein kurzer Einblick in meinen Werdegang, warum Alpencoach. Alpencoach ist die Kombination aus meiner Leidenschaft, in den Bergen unterwegs zu sein. Sommers und Winters. Im Winter liebe ich es ganz besonders mit den Skiern. Und ich habe da vor vielen Jahren eine Ausbildung gemacht zur eidgenössischen Wanderleiterin mit Fachausweis. Und im Laufe der Jahre, und daher kennen wir uns auch, habe ich noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und ich habe gewusst, diese zwei Elemente gehören verbunden. Also ich weiß, ich bin nicht eine der Coaches, die gerne in einem Raum sitzt und da kreativ ist oder da irgendwie das Potenzial der Klientinnen und Klienten wirklich fassen kann, sondern ich weiß, ich brauche die Natur und insbesondere die Berge als Resonanzfläche. Aha. Weil ich spüre es ganz fest an mir und denjenigen, die zu mir kommen natürlich auch, dass wir einfach eins sind mit dieser Natur und insbesondere die Bergwelt. Und das ist, glaube ich, vorhin gesagt, ich bin in Liechtenstein zu Hause und ich wohne auf knapp 1000 Metern, also auf 950 Metern und wirklich, ich bin von den Bergen umgeben. Und ich durfte eine Zeit lang auch noch höher leben und war wirklich so in den Bergen drin. Und was ich ganz fest, oder was, wo mein Herz eigentlich zu Hause ist, das ist im Engadin. Ja. Da spielt es wie keine Rolle. Oder es ist nicht das Oberengadin, es ist nicht das Unterengadin, es sind nicht die Seen, es sind nicht die ganz hohen Gipfel, sondern es ist wie das gesamte Tal, das in sich so eine Energie hat, die sehr heilsam ist. Also für mich persönlich. Aber ich weiß, wenn ich in meiner Kraft bin oder an einem Ort bin, dann kann ich auch am meisten meinen Mitmenschen oder in dem Sinn auch meinen Klientinnen und Klienten dienen. Mhm. Und vielleicht auch hier die Ebene, es geht ja nicht nur um die Klientinnen und Klienten, sondern ich darf auch zweifache Bubenmama sein, also ich habe zwei Jungs. Aha. Und wenn es so Momente gibt, wo ich ein bisschen nicht bei mir bin oder nicht im Gleichgewicht, dann kann schon mal vorkommen, dass vor allem der Ältere sagt, Mama, du solltest wieder mal ins Engadin gehen. Also sie spüren auch ganz fest,
oder wissen auch, was mir gut tut und was in dem Sinn ihnen dann auch zu ihrem Wohle ist. Genau. Ja. So, so schön, und ich weiß noch, der Alpencoach, eben, das ist da nicht unbedingt das gängige Modell, und ich spreche gerade von Modell, und ich weiß von dir, du hast eine eigene Methode entwickelt, die heißt Lebensberg, und wie bist du zu dieser Methode gekommen und was beinhaltet diese? Die Lebensberg-Methode ist entstanden durch eigentlich ein persönlicher Schicksalsschlag. Also Schicksalsschlag, nicht zwingend, also doch, es war sehr dramatisch. Also ich habe den Entschluss gefasst, mich vom Vater der Kinder zu trennen. Und ich wusste in dem Moment, das wird eine Nordwandbesteigung. Also dass ich durch diesen Prozess durchgehe, auch emotional, aber wirklich im Wissen, was da alles kommen kann, ohne dass ich es wusste. Aber ich habe so innerlich gespürt, das wird nicht Handschlag und wir sind uns einig und alles ist gut, sondern das wird eine Nordwand, Bezwingung oder Durchsteigung. Und dann war ich natürlich über lange Zeit sozusagen gefesselt oder beschäftigt, um dieses Thema zu lösen, um einfach da rechtlich alles zu regeln und irgendwie wieder auf eigenen Beinen zu stehen und ein neues Leben oder ein anderes Leben zu führen mit meinen Kindern, das einfach anders ist. Und das ist gut so. Und erst gegen Schluss dieser Phase, also ich habe diese Lebensberg-Methode ist eigentlich begleitet durch diesen gesamten Prozess. Und ich habe die dann immer mehr habe ich mein persönliches Ereignis oder die Momente, die waren immer wieder an meinen Lebensberg gesetzt und gesagt, wo stehe ich jetzt, was mache ich jetzt? Und ich habe dann wirklich auch versucht, also ich habe in dieser Zeit mich selber auch ganz fest gecoacht, ja. Also ich war meine beste Klientin, meine treueste Klientin mit allen möglichen Zuständen. Und da musste ich natürlich öfters mal in diese Metaebene gehen. Also wie das Ganze von oben betrachten und das Gesamte anschauen. Und da ist dann eigentlich entstanden, es ist nicht nur die Nordwand. Ich habe jetzt nicht nur eine Nordwand. Ich habe an meinem Lebensberg, in meinem Leben auch ganz viele andere Möglichkeiten, auf diesen Gipfel zu kommen. Und ich war schon öfters an diesem Gipfel. Also ich habe ganz viele wunderschöne Erlebnisse, Phasen und Momente in meinem Leben gehabt. Und wie dann auch sichtbar, es wurde dann wie auch sichtbar, das Leben besteht nicht nur aus Nordwänden, diesem Eis und Schnee und Stürmen, sondern es gibt noch so viel mehr. Und dann ist das eigentlich so daraus entstanden. Und es ist so, Monika, dein Berg wird komplett anders ausschauen wie meiner. Ich nehme jetzt zwar an, das ist so eine Hypothese, dass wir in derselben Region unsere Berge haben, weil wir im selben Umfeld, ich sage mal, die ähnliche Rechtslage, irgendwie okay. ähnlichen kulturellen Glaubenssätze sind da, dass sozusagen wie unsere Berge und wahrscheinlich auch die der Zuhörer sind relativ an einem ähnlichen Ort, okay. Ich sage jetzt mal, auf der Erdkugel positioniert. Ja. Das heißt, wir alle haben also ein ähnliches Klima. Was aber nicht heißt, dass das Wetter an deinem Berg und an meinem jetzt dasselbe ist. Ja. Weil so hochkomplex das Wetter ist in der Schweiz durch die vielen Berge, so ist es auch mit unserem Lebensberg. Dann ist es ja auch davon abhängig, befinde ich mich jetzt derzeit gerade auf einer Route in der Südwand, was vielleicht auch gar keine Wand ist, sondern ja. vielleicht wirklich ein schöner, gemütlicher Wanderweg eigentlich, ja. mehr ein Hügel. Vielleicht ist es auch viel mehr Wald, gerade bewaldet. Oder ob ich jetzt gerade irgendwo in der Nordseite bin, wo es sowieso schattig ist und kälter. Oder ich sehe nicht einmal, wie das Wetter sich verändert, sondern bam, es ist dann halt da, weil mein Blick sehr reduziert ist. Und dann kommt hinzu, wie eben die Topografie meines Lebensberges wird auch komplett anders sein zu denen der anderen.
zu all den anderen Menschen. Und es geht immer darum, dass man bei sich bleibt. Also wie ganz viel die anderen sehr wohl als Inspiration nimmt, aber im Endeffekt gehe nur ich meine Route an meinem Lebensberg. Ja, genau. Und es gibt dann da aber natürlich auch sehr viele Hilfsinstrumente. Und da gibt es so vier Elemente, die ganz zentral sind. Und das ist so das Allerwichtigste, sind die Wegbegleiter. Also ich habe zwar gesagt, im Endeffekt, ich muss alleine meine Route gehen. Aber ich weiß doch, ich habe meine Wegbegleiter dabei, die mir vielleicht manchmal den Rucksack abnehmen oder mir eine Pause gönnen oder mir vielleicht ein Ausrüstungsgegenstand bringen, den ich jetzt brauche. Und transferiert heißt das einfach, also ganz banal erzählt, ich muss unbedingt ein großes Möbel transportieren und ich habe kein entsprechendes Fahrzeug. Und dann ist irgendwo ein Wegbegleiter, ein guter Freund, eine gute Freundin, kommt mit dem Fahrzeug, das genügend Platz hat, hilft mir sozusagen als Wegbegleiter in meinem Leben weiter. Und so ist es auch übertragen auf diese Lebensbergmethode. Die Wegbegleiter, die so essentiell sind, weil sie einfach da sind und wir im richtigen Moment dürfen wir sagen, dass wir immer wieder die richtigen Menschen um uns haben. Also diejenigen, die wir jetzt gerade, ich sage nicht unbedingt brauchen, aber die uns jetzt entweder weiterbringen, also bewusst an der Hand nehmen, und solche, die uns mehr fordern. Aber wenn wir dann zurückschauen, wissen wir, war genau gut. Also das ist wie das Beispiel, wenn ich als Wanderleiterin unterwegs bin und ich bin in dem Moment ja auch ein Wegbegleiter für meinen Gast. Dann kommt irgendeine Stelle, wo mein Gast in eine gewisse Angstsituation kommt oder wie diese zwei Schritte sich nicht wagt zu gehen, weil es absturzgefährdet ist oder so. Und dann bin ich da und reiche die Hand. Und das sind die Wegbegleiter auch. Die sind einfach da, wenn es braucht, aber sie sind nicht ständig da. Auch unsere Eltern sind nicht ständig da. Also wir sind immer noch in der Pflicht, dass wir selber gehen, aber wenn wir gute Wegbegleiter haben, dann schenken die uns alle das Vertrauen, dass wir das schaffen. Und das ist auch schon so eine stärkende Aussage. Also die Wegbegleiter, und da hängt natürlich ganz viel dahinter, da geht es auch darum, für wen bin ich Wegbegleiter? Also dass man wirklich auch gut zu sich selber schaut und viel Selbstwert eigentlich, diesen Selbstwert auch stärkt. Und was auch hinzukommt, was auch elementar ist, ist die Dankbarkeit. Also ich einfach sehr dankbar bin für diese Wegbegleiter, die ich jetzt gerade habe. Also es kommen ganz viele in dieser doch oberflächlichen Methode, der Lebensberg oder sehr greifbar, kommen so viele Elemente hinzu, die sind tiefer geht. Und also die Wegbegleiter ist das Erste, dann das Zweite sind die Berge und Schutzhütten. Und das ist wirklich im gesamten Leben haben wir immer wieder, und das wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder Momente haben, Berge und Schutzhütten an Orten, an denen wir auftanken können, uns nähren können, wenn wir triefend nass in einer Tour unterwegs sind, weil ein Gewitter gekommen ist, dass wir Orte haben, da können wir dann einfach sein und uns trocknen lassen sozusagen. Und das Ziel ist nicht, in diesen Berg- oder Schutzhütten zu bleiben. Ja. Auch wenn wir das manchmal, wir möchten am liebsten einfach nur noch weg und dann bleiben wir da, weil wir uns da sicher fühlen. Aber das sind wirklich so Oasen, Inseln, um wieder ein bisschen in unsere Kraft zu kommen. Oftmals Menschen, die angestellt sind, die sehen ihren Urlaub als solche Berg- und Schutzhütten. Aber das ist sehr oberflächlich angeschaut, weil oftmals passiert es ja, dass die Menschen, wenn sie mal frei haben, krank werden. Ja. Das heißt, in der Tiefe ist es die beste Berghütte, weil sie dann zur Ruhe kommen und dann haben wie andere Prozesse Vorrang. Dann hat wieder der Körper, darf mal seine Stimme erheben und sagen, so, und jetzt brauche ich wirklich eine Pause. Ja. Und das ist auch etwas ganz Schönes und ist natürlich auch wieder eng verknüpft mit den Wegbegleitern.
Und was hier ganz etwas Wunderbares ist, dass ich seit 2 Jahren auch Hüttenwartin sein darf. Wow! Auf einer Hütte auf 2300 Metern im Engadin. Und so ist, so bekommt auch diese Methode immer mehr an Tiefe, weil ich es wie, weil ich diesen Lebensberg wirklich auch lebe. Also ich lebe wie die Methode in sich und das ist schön. Und dann das dritte Element ist die Ausrüstung. Das heißt, wie unsere Fähigkeiten, unsere Kompetenzen. Es gibt Phasen im Leben, da läuft es einfach. Also das heißt, im Außen ist ein schönes Wetter. Vielleicht ist gerade vom Klima her Sommer, wie diesen Sommer. Ja. Wir müssen uns keine Gedanken machen, kommt jetzt ein Gewitter, wird es morgen regnen, kommt vielleicht eine große Kälte auf uns zu, sondern es war so sehr stabil. Mhm. Und muss ich gerade schnell überlegen, was ich eigentlich sagen wollte. Also du warst bei der dritten Methode oder bei dem dritten Pfeiler, aber sagen wir das. Genau, danke. Genau, wenn es so ist, jetzt wie diesen Sommer und ich bin in einer Route unterwegs, da ist alles so offensichtlich. Und ich sehe die nächste Hütte und ich sehe, das Wetter ist gut. Und dann brauche ich nicht in meinem Rucksack noch die Regenhose, vielleicht noch einen Pickel, weil es irgendwo vielleicht Schnee haben könnte. Ah, ja, ja. Ich brauche auch kein Seil. Also wo es einfach so offensichtlich ist. Und dann gibt es aber Phasen in jedem Leben, da muss ich hingehen, da muss mein Rucksack wie... nicht unbedingt voll sein, ich muss nicht alles können, ich muss nicht jede Fähigkeit, jede Kompetenz haben, aber ich muss, es hilft mir natürlich, wenn ich den Umgang mit Steigeisen kenne, ja, wenn ich diese dann benötige. Und auch das ist wieder so eng mit den Wegbegleitern verknüpft, das heißt nicht, dass ich alle Kompetenzen und Fähigkeiten haben muss, weil ich spüre vielleicht schon ein bisschen, wo mein Leben hingeht oder was ich für einen Berg habe. Aber wissen tue ich es nicht. Das ist wieder eine andere Ebene. Also so im Verstand wissen, dass ich weiß genau, dass dieser Berg ist mir. Also das braucht ja doch sehr viel an Lebenserfahrung, dass man da ruhig und gelassen seinen Lebensberg gehen kann. Und ich denke, da spielt das Alter ganz oft mit. Also ich wünsche mir natürlich auch, dass ich dann mit 80 so ganz gelassen an meinem Lebensberg unterwegs bin. Was ja, jetzt natürlich noch vorher. Vielleicht auch vorher. ja, genau. Und ja. Das ist dann wirklich... Drei Abschnitte oder gibt es noch eine weitere? Ja, es gibt dann noch der vierte Punkt. Und der vierte Punkt ist diese Gipfelziele. Und das darf man nicht wortwörtlich nehmen, sondern es geht darum, wenn ich an meinem Lebensberg unterwegs bin, dass ich dieses vierte Element nicht vergesse. Es gibt Phasen, da muss ich höchst fokussiert und konzentriert sein und bin zum Beispiel nur auf diesem Weg jetzt unterwegs und ich sehe keine Blume und nichts daneben. Ich bin sehr fokussiert. Und nicht, um das zu bewerten, aber es ist einfach dieses vierte Element der Gipfelziele. Das heißt, den Blick wieder öffnen, sehen, okay, dass es noch so viel mehr gibt. Und da vielleicht auch kleine Etappenziele zu setzen. Okay, als nächstes möchte ich zu diesem Stein da und eine Pause machen. Übertragen auch das Gefühl, wenn man auf einem Gipfel ist. Wenn man auf diesen Gipfel kommt, dann öffnet sich ja oftmals der Blick und man sieht eigentlich so in die Weite und erkennt, wow, da gibt es noch so viel mehr. Und gerade wenn man mal auf höheren Bergen unterwegs gewesen ist, dann ist dieses Gefühl des, wow, ich bin ein winzig kleiner Punkt und da gibt es noch so unendlich viel mehr Berge und Bergspitzen und neue Gipfelziele. Und nicht als leistungsorientiertes, sondern einfach viel mehr in dieser Andacht und Ehrfurcht betrachtet. Genau. Und das sind dann so diese vier Elemente, die zu dieser Lebensbergmethode gehören. Und dann auch ganz klar die Topografie. Aber das ist dann wie seinen Berg kennenlernen. Manche haben vielleicht, also mein Lebensberg hat zum Beispiel wirklich 4 Wände und es gibt diese 4 Grate. Und bei mir hat es auch Schnee und es gibt Eis. Und es gibt Felsen, es gibt Menschen, die haben nicht solche Bedingungen. Die haben wirklich einfach
einen Hügel, der meistens einfach überdeckt ist von Wald. Und Wald in sich hat andere Herausforderungen. Ja. Ganz andere Herausforderungen. Und da geht es nicht darum, den einzelnen Berg zu werten, was jetzt gut ist oder schlecht, sondern jeder hat seinen eigenen. Ja. Und das ist eigentlich wie, ich muss keine Steigeisen anziehen und wissen, wie der Umgang damit ist, wenn mein Berg wirklich einfach nur voller Wald ist. Ja. Dann brauche ich das nicht. Dann wäre es höchstens mal zum Ausprobieren, wie ich auf einem Baum klettern könnte. Und das wäre dann auch anspruchsvoll, wenn man nicht die richtigen Steigeisen hat. Ja. Ja. Genau. Wow. Das ist so die Lebensbergmethode. Sehr spannend. Und in welchem Zeitraum begleitest du Menschen? Also sind das ein paar Wochen, ein paar Monate, ein Jahr? Also es geht wirklich darum, dass du hilfst, Menschen ihren persönlichen Gipfel zu besteigen? Oder sind das eben Abschnitte? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder sowohl als auch? Das ist eine ganz spannende Frage. Also der Zeitraum, und das habe ich ja bei mir gesehen. Ich bin noch lange, kenne meinen Lebensberg noch lange nicht voll und ganz. Also es ist eine Methode, die ich im Kleinen anwenden kann. Und das habe ich bei mir auch gemacht. Also persönlich erprobt, dass ich wie am Tag, zum Beispiel vor einer wichtigen Gerichtsverhandlung, ging ich unterwegs, habe eine kleine Wanderung gemacht, habe mich hingesetzt und habe mir dann überlegt, wo bin ich an diesem Berg effektiv? Auf welcher Seite bin ich? Ah, ich bin auf der Westseite eines Berges. Was bedeutet Westen? Westen bedeutet Sonnenuntergang, abschließen. Was schließe ich ab? Und dann ganz konkret, welche Wegbegleiter habe ich jetzt für diese Situation neben mir? Was für Ausrüstungen habe ich? Was fehlt mir noch? Was tue ich mir Gutes? Wo nähre ich mich? Wo tanke ich auf? Also diese Berge und Schutzhütten. Und was sehe ich aber sonst noch? Also mein Leben ist ja nicht nur isoliert auf das Momentum da, sondern was gibt es sonst noch? Mhm. Und ich habe es ganz fest an mir selber erarbeitet. Und jetzt ist es einfach so, um diese Tiefe des Lebensberges zu erkennen, da ist es eine Begleitung von einem ganzen Jahr. Um wirklich einfach mal überhaupt einzutauchen. Was habe ich für einen Lebensberg? Wo bin ich jetzt gerade? Und wenn jemand sagt, ja, jetzt bin ich vielleicht an einem solchen Ort, dann geht es ja auch darum, um zu schauen, wo sind die anderen? Wie sieht der Rest des Berges aus? Und etwas ganz Spannendes, was du gefragt hast, ob ich wie sozusagen an den Gipfel begleite. Es ist, ja, das kann es sein. Aber es ist nicht so, dass die Lebensbergmethode besagt, wenn ich einmal am Gipfel gewesen bin, dann ist es das. Es geht immer weiter, gell? Es geht immer weiter. Das heißt, es kommt dann wieder sozusagen ein Abstieg. Der ist nicht bewusst. Aber der Abstieg bedeutet wie? Das Reflektieren all des gesamten Prozesses. Das vielleicht nochmals eintauchen, etwas abschließen, einen Prozess abschließen. Also beispielsweise jemand zügelt oder jemand nimmt eine neue Stelle an, sagen wir das. Also kündet an einem Ort und nimmt eine neue Stelle an. Dann ist er vielleicht irgendwo auf einem Wanderweg unterwegs und mit der Zusage für diese neue Arbeitsstelle ist das Gefühl, jetzt habe ich den Gipfel erreicht. Und der Abstieg bedeutet vielleicht, diesen alten Arbeitsplatz, alles abzuschließen, zurückzudenken und sagen, was habe ich denn alles, was durfte ich alles erreichen, was durfte ich alles erleben, welche Menschen durfte ich alle kennenlernen. Und also es ist nicht so, dass ich, wenn ich jetzt meinen Lebensberg habe, hochgehe und dann habe ich alles, dann ist alles super. Gar nicht, sondern das Ziel ist, dass wir diesen Lebensberg möglichst in- und auswendig kennenlernen und leben und erfassen in seiner ganzen Fülle, die da ist. Und ich habe keine Ahnung, was kommt. Zum Beispiel, für mich war jetzt diese Scheidung eine Nordwandbezwingung. Es kann sein, dass ich in 5 Jahren wieder irgendetwas habe, das sich anfühlt wie eine Nordwand. Aber jetzt kann ich aus dem Repertoire schöpfen und ich werde nicht mehr dieselbe Route gehen. Ja. Aber ich weiß, ich habe die Erfahrung, wie es war, als ich meine Ausrüstung komplett verloren habe. Ich weiß, wie es war, wie die Wegbegleiter da waren. Und mit dieser Stärke, also
sozusagen mit diesem Abstieg, den ich jetzt schon hinter mir habe, das Reflektieren und das Anschauen dieser Nordwand bezwingen, oder wie am Schluss über eine Expedition zu erzählen, also wie Vorträge machen, da bin ich ja bereits schon sehr reflektiert und bin ja nicht mehr drin in diesem ganzen Prozess, sondern kann das wie von außen her betrachten. Und darum geht es, wirklich diesen Berg kennenzulernen. Also ja. Je länger die Begleitung, ich sage, es wird einem nie, es ist nicht, dass ich dieses Tool anwende und dann ist es erledigt. Aha. Aber ich möchte ich zeige meinen Klientinnen und Klienten wirklich, was dieser Lebensberg ist und die Methode. Und dann ist es ganz viel Selbsterfahrung, dass sie selber ein Tool haben. Sie brauchen mich dann nicht mehr. Das ist vielleicht wirklich einfach so, vielleicht nochmals ein Telefonat, um das wirklich nochmals anzustoßen, dass ich Möglichkeiten habe, Fragen zu stellen. Und dann kommen die selber wieder auf das. Und ich denke, das ist im Endeffekt ein großes Geschenk an die Selbstermächtigung, dass jeder am besten weiß und spürt, was an seinem Lebensberg möglich ist. Ja, schön. Und darum geht es ja auch eigentlich so, Coaching als Hilfe zur Selbsthilfe, oder dass man vielleicht ja die Perspektive wechselt oder Ideen bekommt und dann aber weiß, ich muss den Weg selber gehen. Das finde ich grundsätzlich wichtig, oder? Dass man nicht den Anspruch hat an einen Coach, ja, der trägt mich jetzt auf den Berg oder so, sondern man muss den Weg selber gehen, aber weil man ja solche Tools an der Hand hat oder von dir inspiriert wird, weiß man, wie man es einfacher machen kann, aber weil du ja von deinen Ressourcen geschöpft hast und deinen Weg schon gegangen bist, kannst du auch vielleicht erzählen, dass sie da nicht, keine Ahnung, 7-mal da den gleichen Weg gehen müssen. Also solche Dinge sind da wichtig. Aber sehr, sehr schön, dass du aus deinen eigenen Erlebnissen deine Methode geformt hast. Wow. Und also, ja. Das ist wirklich auch in den Bergen oder so, wie ich dich kenne. Also du tust dann die ganze Begleitung in den Bergen machen oder klar, es gibt mal ein Telefon oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also was es ist am Anfang immer so ein Starttag. Das ist, wenn es möglich ist, ist eine Übernachtung, also es sind 24 Stunden bei Möglichkeit. Manchmal ist es wirklich einfach auch nur einen Tag, 8 Stunden, was ich einfach sehr favorisiere, ist, dass eine Nacht dazwischen ist, weil oftmals bekommt man so viele Inputs und dann braucht unsere Seele und auch unser Körper wie Zeit, das setzen zu lassen. Und das ist eine Nacht sehr, sehr hilfreich und dann kann man es wie nochmals aufgreifen und wie konkretere Schritte ableiten. Und dann ist es schon so, dass ich draußen unterwegs bin. Und das ist dann ein bisschen vom Wetter abhängig, aber es geht wirklich darum, dass wir dann entsprechende Touren, was jetzt möglich ist, also in dieser realen Welt, die Fähigkeiten des Klienten oder der Klientin nehmen. Und vielleicht ist da ein Wunsch, einen gewissen Berg zu besteigen. Und dann ist aber ganz klar, es geht einerseits darum, diesen einen Berg zu besteigen und dann Analogien zu finden mit diesen Themen, die sie aktuell, diese Person aktuell jetzt hat. Mhm. Da muss ich nicht mehr viel tun. Da darf ich einfach da sein und diesen Raum bieten und mit meiner Energie voll und ganz da sein. Mhm. Dann ist das einfach, dann sind diese Menschen auch in ihrer Kraft. Und dann braucht es einfach das Wissen, dass jemand da ist, der da ist, sozusagen. Ja, ja, ja. Und das wird von Mal zu Mal, nicht einfacher, aber von Mal zu Mal, also von Tour zu Tour, werden diese Klientinnen und Klienten so viel selbstsicherer. Und die rufen dann wirklich ein halbes Jahr später auch problemlos an, erzählen kurz, was sie haben und ich darf 2, 3 Fragen stellen und dann ist das wieder gelöst sozusagen. Wow.
Klingt sehr, sehr spannend und vielleicht auch für Menschen, die mal etwas anderes ausprobieren möchten oder und zu sehen, es gibt so viele Möglichkeiten, sich von Menschen begleiten, unterstützen lassen zu können, auf vielen verschiedenen Ebenen, eben drinnen, draußen, online. Und ja, ich bin sicher, da finden ein paar Menschen zu dir. Ich werde dann unten deine Webseite auch verlinken, sodass man mehr über dich erfahren kann. Ja, und jetzt natürlich, ich weiß von dir, liebe Rosaria, dass du ein Buch geschrieben hast. Und gerne darfst du noch ein bisschen darüber erzählen. Und ich weiß auch, dass du eine Crowdfunding-Kampagne gestartet hast, um ja, dem Buch ein bisschen Aufschwung zu geben. Und erstens mal, ja, wie hat das Buch dich gefunden? Weil ich sage immer, es gibt keine Zufälle. Um was geht es? Also das, was du uns vielleicht schon verraten kannst. Und eben, wie funktioniert das dann mit deiner Kampagne und was möchtest du vielleicht auch bewirken mit deinem Buch? Und ich finde es mega toll, dass du das einfach gemacht hast, das muss ich schon mal sagen. Danke. Also es scheint jetzt vielleicht so, wie ich das einfach so geschrieben hätte, aber auch da ist ein wahnsinnig langer Prozess, der nicht sichtbar ist, lief da. Und zwar habe ich vor über 10 Jahren, habe ich so den Impuls gehabt, ich möchte irgendwann in meinem Leben ein Buch schreiben. Aha. Und es ist, also ich bin ja noch nicht einmal 40 und es ist, war einfach auch klar, es kann keine Biografie sein. Aha. Und es kann auch keine Autobiografie sein, weil mir das Schreiben per se nicht so in die Wiege gelegt wurde. Also ich bin jetzt nicht die Schreiberin. Und dann durfte ich während der Coaching-Ausbildung ein Buch lesen. Das hat mich dann sehr inspiriert und dann habe ich gewusst, so ein Buch möchte ich schreiben. Ich möchte ein Buch schreiben, das bewegt, das ganz fest die Visionsarbeit anregt. Ein Buch, das Mut macht und ja, das so eine innere Bewegung loslöst. Und das war so ein weiteres Puzzleteil, sage ich mal. Und dann kam hinzu, dass ich durfte, dass ich eine Lesung für ein Buch, also die Schriftstellerin ist aus Liechtenstein, mhm, und das Buch hat sie über eine Schweizer Bergsteigerin geschrieben. Mhm. Und ich durfte eine Lesung organisieren und ich habe dann auch in diesem Zug das Buch gelesen. Und da habe ich gewusst, ich möchte mit dieser Autorin zusammen das Buch schreiben, weil mir ihr Schreibstil gefallen hat. Dieses feine und liebevolle und doch sehr technisch, sehr anspruchsvoll zu beschreiben. Also doch klare Message. Aber es war mehr eine Biografie für ein Projekt. Mhm. Und dann waren eigentlich so, die Komponenten waren zusammen. Und ich habe mich dann im Frühjahr 2020 oder Anfang Sommer hatte ich dann das Gefühl, jetzt bin ich bereit für dieses Buch. Und ich habe die Autorin kontaktiert und wir haben uns dann begonnen zu treffen für erste Interviews, aber es war nie so ganz klar. Wir hatten einfach mal Interviews geführt. Und dann kam eben so 1,5 Jahre dieser Scheidungsprozess hinzu und da habe ich gewusst, ich muss das Buchprojekt stoppen. Das hat jetzt keine Priorität. Und ich habe schon in dieser Zeit gesagt, ich muss jetzt noch Feldforschung betreiben. Und das war wirklich so. Es ging darum, noch mehr Essenz in dieses Buch zu bringen, um mehr Klarheit zu schaffen. Das sind so ganz tiefe innere Prozesse, ich kann es gar nicht wirklich so beschreiben. Auf jeden Fall bin ich seit Anfang dieses Jahres geschieden und ich habe dann im April 3 Tage im Engadin verbracht, in einem Studio. Und April im Engadin, also ich liebe das Engadin zu jeder Jahreszeit, aber für viele ist es da nicht mehr schön, weil es hat zum Teil noch ein bisschen Schnee, dann noch ein bisschen Eis. Blumen, Frühling ist noch nicht wirklich da, also recht karg, aber
für mich ist es einfach immer wunderbar da. Mhm. Ich habe mir da ein Studio gemietet und habe wirklich während 2,5 Tagen das Buch geschrieben, weil ich habe gewusst, jetzt. In 2,5 Tagen das ganze Buch. In 2,5 Tagen. Also das ist nicht, es sind vielleicht 120 Seiten gibt es. Aber wow, ja, immerhin, ja. Aber das war ein Wahnsinnserlebnis, weil ich bin da gesessen, habe den Laptop auf meinen Knien gehabt, habe zum Teil nach draußen geschaut, habe diesen Silsersee gesehen. Und es ist geflossen. Die Geschichte war so etwas von klar. Und es ist einfach geflossen. Also es war wirklich so ein innerer Prozess. Und ich würde sagen, es hat geschrieben. Es war nicht der Verstand, der sich überlegt hat. Und ich habe diese Zeit davor gebraucht. Und ich habe auch das Schreiben gebraucht, um viel zu verarbeiten. Und darum geht es, also viel zu verarbeiten, einfach zu strukturieren, weil die Lebensbergmethode ist etwas ganz Essentielles in diesem Buch. Mhm. Und, okay. Der Titel heißt Viola und der Lebensberg. Und es ist ein Roman. Aha. Diese Viola, diese junge Frau, ist unterwegs, ist wirklich auch in einer anspruchsvollen Lebenssituation. Aha. Und ist unterwegs, verläuft sich denn auf diesem Wanderweg und ist ganz fest in einem inneren Sturm und sie will eigentlich gar niemanden sehen oder treffen oder mit jemandem sprechen, weil sie ganz fest mit ihrem eigenen Gedankenkarussell beschäftigt ist. Mhm. Und dann passiert etwas Wundersames. Sie trifft auf eine alte Frau und sie hat keine Chance, und das ist nicht eine Kopfchance, so eine rationale Chance, um zu sagen, nein, ich möchte jetzt nicht mit dir sprechen, sondern sie hatte keine Chance, um zu äußern, lass mich alle in Ruhe. Sondern diese alte Frau hat ihr einen Raum geboten, dass sie einfach während eines ganzen Tages schlussendlich beieinander sind, auf einem Maiensäß, und zwar bei dem Maiensäß von dieser alten Frau, und wunderbare Gespräche führen. Und da kommt die Lebensbergmethode ganz fest zum Vorschein. Und eigentlich geht Viola dann am Schluss wieder von diesem Maiensäß und kehrt dann Jahre später zurück an diesen Ort. Und da geht es auch ganz fest darum, was ich mir wünsche für uns alle, dass wir diese Berg- und Schutzhütten ein bisschen zelebrieren und wirklich auch kennen. Und ich für mich in meinem Leben weiß, dass das Engadin für mich so eine Kraftquelle ist. Also eine Berg- und Schutzhütte, wo ich mich wirklich wohlfühle und wo ich so wieder in meine Kraft kommen kann, falls ich mal ein bisschen aus dem Gleichgewicht wäre. Und wenn ich nicht wenn ich fest bei mir bin und dann ins Engadin gehe, dann ist es einfach die Zeit, wo diese Inspirationen, wo diese Energie da ist und viel Neues entsteht. Also das zum Buch und das Crowdfunding, das habe ich am 29. September gestartet. Das ist auf der Plattform Crowdify. Und vielleicht setzt du dann den Link noch dazu. Ja. Und das dauert noch bis zum 23. Oktober. Und da freue ich mich einfach wirklich über jede Unterstützung. Das ist wirklich auch für mich sehr hilfreich, wenn ich einfach weiß, dass ich einen Teil der Druckkosten und das Lektorat und das Korrektorat einfach vorfinanziert habe. Und ich wünsche mir, dass ich mit dem Buch ganz viele Menschen berühren darf, dass innere Prozesse vielleicht losgetreten werden und vielleicht in 10 Jahren der Gedanke zurückkommt, ich habe mal so ein tolles Buch gelesen, das hat mich so inspiriert und jetzt erkenne ich vielleicht Dinge, die ich zuvor nicht gesehen habe. Und das ist wirklich, das ist dein Buch. Also für mich ist es sehr bewegend und berührend und mit sehr vielen Inspirationen drin. Ja, ich freue mich über jeden Menschen, der es dann kauft und auch liest
und auch weiterempfiehlt, weil sie wirklich da Sachen rausnehmen, die vielleicht nicht so alltäglich sind und doch so alltäglich sind, weil wir alle uns manchmal wie diese junge Frau fühlen und auch öfters mal Anteile dieser alten Frau haben. Also Anteile dieser alten Frau, weil wäre das für dich so etwas wie Weisheit oder wie zeigt sich dir diese alte Frau? Diese alte Frau, die ist von einer Gutmütigkeit und von einer Weisheit geprägt, die ich selber ganz oft in vielen alten Menschen, und da spreche ich nicht von den Verbitterten, von denjenigen, die noch sehr viel im Außen sind, sondern wirklich diesen alten Menschen, die einfach mit der Endlichkeit unseres Erdenlebens sehr beschäftigt sind und wissen einfach, dass sie etwas zum Weitergeben haben, dass sie etwas haben, das den jungen Menschen eine gewisse Ruhe geben kann für ihr Leben. Also diese alte Frau, und so wünsche ich mir, dass ich mal sein werde, wenn ich alt bin. Einfach diese große Gutmütigkeit und eine tiefe, tiefe, liebevolle Weisheit. Schön. Ja, also ich bin schon selber ganz gespannt, wie das Buch sein wird, wie es Anklang finden wird. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ja, viel Erfolg und Freude damit. Ich weiß ja nicht, so, ich habe im Kopf, gell, am 12. Dezember hast du die Vernissage in Liechtenstein. Genau. Also ja, und dass das viel bewegen wird und natürlich auch hoffentlich Menschen inspiriert, auch ihre Geschichte aufzuschreiben oder vielleicht darüber zu erzählen. Es muss ja nicht ein Buch sein, jeder wie er möchte, aber vielleicht einen Blog zu schreiben oder einfach grundsätzlich vielleicht mit anderen Menschen darüber zu sprechen, über die schönen Dinge, über die weniger schönen Dinge und vielleicht zu sehen, ja, man kann immer eine Inspiration sein und wir können uns alle inspirieren und das hat nichts mit dem Alter zu tun oder dem Geschlecht oder dem Bildungsstand oder so, sondern es geht darum, ja, sich selbst zu sein, über sich zu erzählen und zu wissen, wir können immer Spuren hinterlassen und anderen Menschen helfen. Genau. Schön hast du das zusammengefasst. Danke. Ja, noch so eine abschließende Frage. Oder bei mir geht es auch immer so ums Thema Balance. Und gibt es etwas Konkretes, außer dass du in die Berge gehst und dich auflädst, was du für deine Balance tust? Vielleicht etwas Kleines? Oder was es auch immer ist. Also bei mir ist es auf jeden Fall eine Art. Und was für mich sozusagen wie ein bisschen tödlich ist, ist zu viel Struktur. Also wenn jeder Tag gleich ist wie der andere. Deshalb bin ich mittlerweile so, dass ich ganz gut spüre, heute brauche ich diese Meditation am Morgen. Morgen mache ich aber eine andere. Und am übernächsten Tag weiß ich vielleicht, jetzt geht es sich nicht aus, aber dass ich mir während dem Tag einen Kaffee gönne und nicht irgendeinen, sondern ich habe eine Kaffeemühle und ich male da die Bohnen und dann nehme ich diesen Bialetti-Kaffee und bereite den zu und zelebriere das auch ein bisschen. Also es ist eine ganz große Vielzahl, sage ich mal, von alltäglichen Momenten, die ich dann unterschiedlich einsetze. Und wenn du mich aber so fragst, außer in die Berge zu gehen, ich meine, die Berge, die sind, wenn ich eine Woche nicht gehen kann, also einfach wegen der Arbeit, das war gerade so, die vorletzte Woche war so, da war zum Glück das Wetter auch so schlecht. Wirklich mit Regen und Schnee oben. Aber ich habe dann wirklich am Freitag gewusst, und jetzt gehe ich nach draußen und mache eine Wanderung. Und ich war im Schnee unterwegs. Also wenn ich da ein Defizit habe, und dieses Defizit, das beschränkt, ich sage, das ist bei mir. Ich glaube nicht, dass so viele Menschen jetzt so oft
in die Berge müssen wie ich. Aber ist deine Kraftquelle einfach? Meine Kraftquelle. Und was wirklich etwas Wunderbares ist, was ich so von tiefstem Herzen liebe, ist dann im Schnee unterwegs sein mit den Tourenskiern. Das heißt, ich freue mich im Sommer schon darauf, dass es wieder Winter wird. Also ich genieße den Sommer und auch jede Tour. Und doch ist so ein Funke, wow, und ich freue mich, wenn wieder diese ganze Landschaft mit Schnee nicht überschattet, sondern überdeckt ist und diese innere Ruhe einkehrt. Genau. Wow, schön. Also eigentlich so Bewegung, frische Luft, Natur, vielleicht die Stille. Mhm. Ja, ja. Mhm. Sehr schön. Ja. Also für heute sind wir am Ende dieses Interviews und wer weiß, also es kann sein, dass mit dem einen oder anderen Menschen ein weiteres Interview entsteht, aber wir lassen es mal für heute. Aber es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst, über dich und deinen Weg erzählt hast, über deine Lebensbergmethode und auch über das Buch. Und wie gesagt, werde ich alles unten verlinken. Und ja, ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg mit genau auf deinem Berg oder wo es auch immer dann hinführt, mit Schneefall und Sonnenschein und was auch immer da kommt, Wind und alles Liebe und Gute und weiterhin viel Erfolg und Freude mit dem, was du tust. Danke, auch so. Danke, Monika. Vielen Dank. Ja, und danke euch allen natürlich fürs Zuschauen und Zuhören. Und falls ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt und das gerne tun möchtet, dann sehr gerne. Oder falls ihr liken möchtet oder eine Frage habt, schreibt gerne einen Kommentar. Und falls euch das Video gefällt, dürft ihr es natürlich auch weiterleiten. Darüber freuen wir uns auch sehr. Ja, also Dankeschön und vielleicht bis zum nächsten Mal. Macht's alle gut. Tschüss.